Heute möchte ich mein Opinel an der Stirnseite imprägnieren. Dazu befreie ich es als erstes von dem Vibroblock. Ich verschließe es und öffne gewaltsam das Messer, bis der Vibroblock wegfliegt. Ich tue das Opinel im Bad ein bisschen öffnen und schließen. Teelichtwachs hat den Vorteil, dass es bei einer sehr geringen Hitze schon sehr flüssig ist und daher gut eindringt. Nun putze ich überschüssige Wachsreste ab, was bei Teelichtwachs sehr leicht ist. Als nächstes tue ich den Vibrolock wieder drauf, und zwar so, dass der Pin hier drauf kommt. Und dann brauche ich nur noch schließen. Dabei klickt der Vibrolock in die richtige Stellung. Ich erhalte ein Messer mit einem sehr butterweichen Gang. Und ein quasi Einhand-Opinel.